Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause ganz einfach leckere Kartoffelwedges selber machen könnt. Für ein Blech ca. 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln waschen, die Kartoffeln anschließend mit einem Messer zunächst halbieren und danach möglichst in gleich große Spalten schneiden. Die Kartoffelspalten in eine große Schüssel geben, dann eine gute Prise Salz dazugeben, außerdem einen gehäuften Teelöffel scharfes Paprikapulver und zum Schluss noch einen guten Schuss Öl. Jetzt alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich Öl und Gewürze gleichmäßig verteilt haben und jede Kartoffelspalte mit einem leichten Ölfilm benetzt ist. Wenn das erledigt ist, die Kartoffelspalten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Ich verteile die Spalten gerne einzeln auf dem Blech, das dauert zwar etwas länger, hat aber den Vorteil, dass die Spalten nicht übereinander liegen und außerdem muss man sie während des Backvorgangs nicht wenden. So kommt das Backblech jetzt in den vorgeheizten Backofen für ca. 30 bis 45 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze, bis die Kartoffelecken goldbraun und schön knusprig sind. So sehen sie dann aus. Goldbraun und außen wunderbar knusprig. Die Kartoffelwedges jetzt so schnell wie möglich servieren. Als Dip Sour Cream oder aber einfach nur Ketchup dazu reichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.